Ja, eh. Ich meine, nimm wir mal als Beispiel StarCraft 1. Als ich zum ersten Mal gesehen habe, die Grafik, musste ich fast kotzen. Und heute spiele ich das wirklich gerne mit Freunden. Ja, StarCraft 1 ist halt ein mega altes Spiel auch. Ja, ich finde es sogar gameplaymäßig besser als StarCraft 2. Jetzt werde ich bestimmt hier tausendfach gehatet. Das stimmt! Wenn die Protoss hinterherliegen in Legacy of the Void, wenn man die in Legacy of the Void im Multiplayer nicht mehr spielt, dann wird es einen Grund haben. Ja, schau mal, das ist auch so ein Thema. Ich meine, wir können jetzt ja kurz abschweifen Richtung StarCraft, aber es ist so, dass... oder nein, wir heben uns das Thema StarCraft, würde ich sagen, auf, wenn wir vielleicht wieder mal ein Let's Evolve machen oder sowas. StarCraft 1. Ja, wie gesagt, das heben wir uns auf. Aber... Ja. Wie gesagt, es ist halt einfach, dass viele derzeit nur auf die Grafik gucken. Das ist so seit, ja. Das ist so seit PS3 ist so dieser Hype auf Grafik. Ich meine, es ist schon richtig. Ich meine, ich finde es auch geil, weil ich habe ja eine PS4. Es muss schon gut aussehen, aber es soll nicht der Fokus des Spiels sein. Es muss nicht einmal gut aussehen. Ich meine, nimm mal Star Wars von EA. Das Spiel sieht fucking episch aus, ja. Das stimmt, ja. Aber der ganze Rest ist nein. Ja, es ist einfach. Ich sag's mal so, weil viele sagen, ich verstehe, wenn Leute sagen, dass es cool ist, wenn es eine Grafik wie eine PS4 hat. Ja, weil ihr. Ah, shit, what the fuck. Was war das denn jetzt? Das war der Klassiker, man verspringt sich und dann, ja. Ja. Aber du hast eine Feuerblume. Ja, ist egal. Und 12 Leben, Mann. Also, wenn ich in dem Spiel Game Over gehe, dann, ja, I'm quitting my job hier. nee, jetzt ganz ehrlich, Hey, warte, du kannst Feuerblau. Ja, ich weiß, ich wollte es gerade holen. Okay. Ich komme schon wieder vom Thema ab, goddammit. Ich wollte sagen, ich verstehe, wenn Leute sagen, es ist geil, wenn es eine PS... Ach, what the fuck. Wenn es eine PS4-Grafik hat, weil das natürlich geil aussieht. Ich meine, ich finde es auch geil, dass es wie Batman Arkham Knight aussieht, da brauchen wir nicht reden. Aber ist halt... Ich meine, ich spiele deswegen... Eigentlich noch lieber das aller, nicht New Super Mario Bros., das aller fucking erste. Auf der fucking Cartridge, auf dem fucking NES, da kannst du Grafik scheißen gehen, Bro. Ja. Mein Grafik scheißen gehen, das ist Blödsinn, aber verglichen. Da gibt's auch kein Multiplayer oder was weiß ich hier, was es alles gibt oder weiß ich nicht. Ja, da hat's lokalen Multiplayer. Ja. Oder weiß ich nicht, ist ja egal, muss ja nicht einmal Mario sein, was weiß ich denn, Mega Man oder whatever, ist ja auch egal, aber es muss nicht immer eine tolle Grafik sein, das kann ja auch eine Retro-Grafik sein, aber weißt du, ich sehe es vieles ein, wenn Leute bei Konsolen motzen, keine Ahnung, ich mag die Wiimote nicht, ich mag das Gamepad nicht, ich mag halt Mario nicht oder ich mag Nintendo-Spiele. Oh, jetzt kommt die epische Musik. Ja, genau, oder ich mag, warte, wir hören es kurz. Ja, fucking epic. Oder ich mag halt nicht Nintendo-Spiele. Ja gut, dann ist schon klar, dass man keine Nintendo-Konsole will. Aber ich mag's nicht, weil Grafik scheiße ist bei Full HD 60 ja, Frames. Das ist auch der Grund, warum der Finn mit uns nie Warcraft spielen wollte. Naja, okay, also das stimmt nicht, weil Finn spielt schon gerne seine Retro-Spiele. Er mag halt Warcraft nicht. Das ist ja, das darf man jetzt nicht verwechseln hier. Weil Finn spielt schon gerne, also Finn spielt zum Beispiel sehr gerne sein Metal Gear Solid 1 auf der PlayStation 1. Also das ist ja auch nicht das grafische Wunder. Also man muss sagen, dass es gibt, aber es gibt halt Leute, die ganz anders sind, die halt so richtig, alles muss 4K, weiß ich nicht, ich weiß, PS4 hat kein 4K, aber mal jetzt übertrieben dargestellt, man, es gibt so Leute, die, ich muss diesen 4K haben, weil es geil aussieht, obwohl man es nicht braucht und was weiß ich. Wie gesagt, es ist schön, die Grafik von der PlayStation, ihr dürft mich nicht falsch verstehen und ich finde sie auch geil, aber es ist kein Kriterium, ein Spiel zu kaufen, finde ich. Ja, Alter. Ja, die sind immer ein bisschen besser. Wow! Oh ja, man muss aufpassen. Ah! So. Ja. Also grafisch, ich finde halt, das ist die falsche Richtungen, die wir uns entwickeln. Ja, das ist nicht gut. Ja, komm, Bowser. Bam! There he is. Aber... See you later.
Achso. Die Bosskämpfe sind so mega einfach. Schlimm. Aber was weiß ich. Ich hoffe halt, das hoffe ich, dass die Grafik hoffentlich besser ist, weil halt dann die Leute alle befriedigt sind, die diese, die so richtig grafiksüchtig sind. Und das ist halt das große Problem heutzutage, dass ein Großteil der Leute halt so grafiksüchtig ist, das Gefühl. Das schon, ja. Was ich aber auch hoffe, ist, dass Nintendo, und das ist etwas, was ich schon finde, dass sie machen müssen, die Third-Party-Developers reinbringt. Weil die Wii U halt dadurch, dass sie sich schlecht verkauft hat, hat einfach, ich meine, es waren eh Nintendo-Spiele dabei und die waren ja geil, da brauchen wir, ach so, shit, die waren ja auch geil, da brauchen wir gar nicht reden. Ich meine, weiß ich nicht, ich finde eigentlich alle Nintendo-Spiele sehr geil, nur das Problem ist einfach, dass, wenn so, für, weiß ich nicht, so ein ganz großes Spiel rausgekommen ist, von, das nicht von Nintendo gekommen ist, dann gab es das meistens nicht auf der Wii U. Ich meine, was gab's denn für die Wii U sonst außer den Nintendo-Spielen? Ein paar kleine Third-Party-Developers. Aber jetzt so ganz großes, nee. Am Release, ja, da gab's, weiß ich nicht, sogar so, boah, Call of Duty hat sogar gegeben, was weiß ich denn. Aber die meisten haben's halt dann nicht für die Wii U entwickelt, weil halt, wie gesagt, sie eine bestimmte Grafik machen wollten und das konnten sie nicht und ja. Ist auch wieder hier, weil's technisch halt hinterher war. Ach, what the fuck, was ist denn jetzt los? Hey, Leute. Nee, aber, wie gesagt. Also das müssten sie schaffen, dass die Third-Party-Developers aufspringen. Was noch? Ja. Achievements. Das ist jetzt sicher nichts, was unbedingt sein muss, aber ich würde es mir wünschen, weil... Hat jeder. Aber wirklich jeder. Ja, Steam so... PS4, Xbox One hat jeder, also finde ich auch geil, also ich mag Achievements, ich tue das gern, dass ich nach Achievements hunte. Also das wäre schon ganz nice, wenn das Nintendo machen würde endlich. Und ja, und sonst eigentlich wüsste ich auch gar nichts, was sie sonst noch machen. Sonst ist ja eigentlich, ich verstehe es ja auch gar nicht so wirklich, warum sich die, ich verstehe vielleicht, weil halt ganz wenig Spiele für die Wii U rausgekommen sind, dass die Leute es nicht kaufen. Das verstehe ich ja. Aber so verstehe ich es halt nicht, weil die Wii U wirklich, wirklich, wirklich eine gute Konsole ist. Ja, also ich, zum Beispiel ich hier, nehmen wir dieses Spiel jetzt als Beispiel. Das hier spiele ich auf der Virtual Console auf der Wii U. Ich kann die S-Spiele mir holen und dann einfach zocken. Sowas gibt's nicht. Ich kann da SNES, NES, was auch immer, kann ich mir kaufen und zocken. Und das gibt's nicht auf anderen Konsolen. Da hast du vielleicht PlayStation 3 oder... Nee, das gibt's noch gar nicht. Aber bei der PlayStation 4 kannst du gar keine alte Konsolengeneration spielen. Ja, was schlimm ist. Naja, es soll aber kommen angeblich, also... Was weiß ich. Zuerst haben sie gemeint, ja, nee, die PS4 ist nicht stark genug, um das zu emulieren. Dann haben ja, also die Konsolen heutzutage fast nur bauen, damit sie 2 Jahre halten, habe ich das Gefühl. Nee, das stimmt jetzt nicht. Also die Konsolen, das haben alle so eine 5 Jahre Laufspanne. Also das schon, aber das ist gar nicht so tragisch bei Konsolen. Aber es wird schon stimmen, dass vielleicht die PlayStation 4... Es ist ja übrigens nebenbei. Es wird so geredet jetzt, dass es eine neue PS4 kommen wird. Also, falls du das gehört hast, Dazog. Nee, habe ich nicht gehört. Es soll eine neue PS4 kommen. Also eine mit halt, weiß ich nicht, 4K und eine stärkere auf Deutsch. Das finde ich wäre einfach nur Bullshit, weil... Dadurch versaut man sich's eigentlich, weil ich sag's dir ehrlich, ich kaufe mir eine Konsole eigentlich aus dem Hauptgrund, weil ich einen PC, da muss ich immer hoffen und beten, dass das Spiel läuft. Bei einer PS4, wenn ich das kaufe, dann gehe ich davon aus, dass es läuft auf der PS4, ohne den Ruckeln und was weiß ich. Und da kann ich eigentlich fast zu 100% immer davon ausgehen, oder? Ja. Ich meine, ja, wenn der Developer Bullshit gemacht hat, ja gut, aber im Großteil zu 90, 99, 98% läuft es. Beim PC muss man halt hoffen und beten, dass sein PC das noch schafft.
Und das ist für mich und wahrscheinlich für viele Leute auch der Grund, warum die eine Konsole kaufen. Glaube ich jetzt mal. Ja. Und ja. Mein PC ist super, aber es gibt halt Leute, die einfach... Wie soll ich sagen? Die einfach... Sie wollen sich keine Sorgen machen, ob da jetzt das Spiel läuft oder nicht. Also, keine Ahnung. Das wäre eigentlich einer meiner Gründe. Und der andere ist einfach, weil ich schon immer Konsolen gespielt habe. Das ist so Gewohnheit. Ich war nie der PC-Gamer, aber das ist jetzt auch vom Thema vorbei. Aber wie gesagt, Nintendo muss halt schauen, dass sie... They need to get their shit together. Yeah. Weil es wäre schade, weil Nintendo ist wirklich eine, meiner Meinung nach, einer der besten Firmen, was Spiele angeht. Von der Qualität her, weißt du? Die bringen so keine halbfertigen Spiele raus. Was die machen, okay, ist wirklich, zum Beispiel bei Zelda. Es regen sich eigentlich alle auf, jetzt dauert schon, ist schon mehr als ein Jahr delayed und so. Und ja, das ist eigentlich schon brutal, aber... Ja klar, aber die arbeiten wenigstens dran, dass das Spiel fertig wird. Nee, aber der Witz ist nämlich, dass der Developer hat die ganzen Leute, die sich da so aufregen, episch gedisst. Der hat gemeint, mir ist es lieber, ich bringe ein Spiel raus und es... funktioniert und es ist hundertprozentig perfekt, also ich bringe es so halb raus und es ist scheiße, weil ein schlechtes Spiel ist für immer schlecht und ein gutes für immer gut. Da hat er recht, zu 100%. Ja, da wäre ihr ein gutes Beispiel für halbfertige Spiele. Sorry, an die Typen, die das mögen, aber ich kann das Spiel aber nicht. Genug. Ja, dazu ist der große Hater von Star Wars Battlefront. Ich brauche auch nicht reden. Ich habe es mir auch damals gekauft, weil ich halt gedacht habe, naja, guckst du halt mal. Ich habe das ungelogen 2-3 Stunden gespielt, ich spiele es nicht mehr. Ich hätte keine Lust mehr drauf. Sagen wir so, vielleicht werde ich es mal wieder spielen, aber ich habe derzeit überhaupt keine Lust, das Spiel zu spielen. Was eigentlich zeigt, wie das es halt keinen Mehrwert hat so richtig. Ja, das sollte ja normalerweise auch nicht so sein. Aber hey, dafür gibt es wieder 3000 DLCs und das wollen ja alle und alle kaufen die DLCs. Das übrigens meine Information, weil das finde ich immer so lächerlich. Ich habe jetzt mal mit jemandem geredet, der hat zu mir gemeint, ja, boah, ey, DLCs sind schon scheiße und so, ja? Ja. Und so, und dann, und ich sage halt zu ihm, ja, DLCs sind scheiße. Und dann sage ich so, habe ich überlegt und er sagt dann halt so, ja, aber ich habe mir das neueste... Boah, weiß ich nicht, wie das jetzt heißt. Ein Spiel auf jeden Fall. Und das hat den. Und ich habe dieses Ultimate Pack gekauft, wo alles dabei ist, ja? Ja. Yeah. Und ich sag halt, weißt du. Warum sagst du dann das? Nee, ich habe halt gesagt, weißt du, es hilft nichts, wenn man sich aufregt und dann trotzdem das fucking Spiel kauft. Ich war gleich dumm damals. Ich habe mich eigentlich aufgeregt. Obwohl, nein, bei South Battlefront, ich habe mich erst aufgeregt, als ich es gehabt habe. Also, ich habe mich nicht aufgeregt und dann das Spiel gekauft. Aber. Ich mach das nicht mehr, also wenn es hilft doch nichts, wenn du dich aufregst, weil die Firmen erst dann etwas lernen, wenn du es nicht kaufst, wenn die Zahlen nicht mehr stimmen. Weil es ist ja, um ehrlich zu sein, auch wenn alle Firmen sagen, es ist uns so wichtig, was sie denken, solange die Verkaufszahlen stimmen, ist es den Firmen echt scheißegal, was ihr denkt. Ja, das ist ein Problem auch. Naja, ich meine, es gibt sicher hier und da eine Firma, die anders ist, aber ich meine, die großen Firmen, denen ist das egal. EA und so. Ja, allen. Das denken doch alle. Es ist ja egal, wer das ist. Also es gibt fast keinen. Oh, nice touch there. Naja, ich weiß, aber gar nicht so schlecht. Ja, es ist... Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich wollte damit nur sagen, an alle Leute, die sich so hardcore aufgeregt haben über Star Wars Battlefront, dann gekauft haben, ey, actually, das ist echt nur ein Witz. Weil sich aufzuregen und dann das Spiel kaufen, das ist also... Erbärmlich. Nein, nicht erbärmlich, aber man muss sich halt aussuchen, was man will. Ist man jetzt dagegen oder kauft man sich's? Ist ja kein Problem, wenn Leute sagen, ich mag Star Wars Battlefront, ja, hey, schön für dich, aber... Ist ja kein Problem, wenn man Spaß beim Spiel hat, passt doch, aber... Wie gesagt, wenn man sagt, ich mag's nicht und dann kauft man's, finde ich's halt schon ein bisschen blöd. Aber ja, das müssen ja ihr auch. Shit. Warte. Ah! Goddammit.
Aber du hast noch erwischt. Ja, ich habe ihn noch erwischt. Nein, ach, what the fuck. So, warte, ich muss da jetzt perfekt durch. Ach so, da komme ich ja gar nicht drauf. Lol. Ach so, warte. Oder auch nicht. What? Lol. Okay, dann halt nicht. Ich glaube, da brauchst du Mini-Mario. Vielleicht, das könnte es sein. Ach ja, was weiß ich. Ja, die Röhre, die da ganz nach oben geht. Ach, now I fucked it up even worse. Ja, du kannst zurückgehen und es machen. Sorry Leute, wenn ich die ganze Zeit rede und unkonzentriert bin. Aber was ich auch glaube ist, es ist ja wirklich derzeit, ich weiß, jetzt kommt für mich der Hate Darkzog, aber Far Cry Primal, okay? Grundsätzlich, ich mag das Spiel generell nicht, aber ist ja egal, aber ich find's, egal ob das Far Cry Primal ist oder so, aber 80 Euro für ein fucking Spiel. Oder weiß ich nicht. Das ist so viel. Es war schon 60, war bei mir schon die Schmerzgrenze, wo ich gesagt habe, okay, aber jetzt reicht's. So. Schwupp! Zu viel gebracht. Ah, oh, ich seh's, komm, du planst irgendwas. Hallo? What the fuck?